Hallo und willkommen zurück hier, die Nachbarsbauern in Frankreich. Alter Nachbar, neuer LS ist das Motto. Ja, wir sind hier unterwegs, beziehungsweise ich bin gerade dabei, hier meine ehemalige Wiese zu pflügen. Und irgendwo hier schwirrt auch der gute Franken an die rum. Hallo erstmal und was treibst du denn Schönes heute so? Hallo, ja, ich sitze gerade ein bisschen in meinem Garten und genieße so die schönen Temperaturen. Was magst du gerade? Ja, ich bin am Pflügen. Ah, du musst arbeiten. Arme Sau. Ich muss arbeiten, ja. Nö, ich habe jetzt überlegt, ob ich nicht vielleicht den Grill hier anschwimmen soll und ein bisschen morgen oder so. Milli, Milli, ich habe jetzt gerade hier noch ein bisschen Mineraldünger aufgefüllt hier in meinem Gewächshaus. Was man auch an meinem Kontostand sehen kann, der ist nicht gerade positiv. er ist eher ein bisschen negativ. Aber mit dem Umsetzen verdient man kein Geld, ne, habe ich gehört. Ja. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen investieren, damit wir an mehr Geld kommen. Und dann habe ich gedacht, gehen wir mal zur Bank, ne, weil holen wir uns mal ein bisschen was. Ich hab schon was ins Auge gefasst. Machen wir gleich. Okay, hört sich gut an. So, bauen wir erstmal ein paar Äonen. Okay, die haben wir jetzt. Und dann würde ich sagen, kaufen wir uns mal das hier, ne? So, hätte ich gesagt, ne? Weil, aus Gründen, und zwar haben wir hier Gerstedorf, die erntereif ist. Guck mal, wie sieht denn der Status aus? Gefügt werden, okay. Voll gedüngt. Kalk fehlt auch nicht. Unkraut haben wir auch ganz drauf. Das ist ein super Feld. Das nehmen wir. Kaufen. Und schon ist es mit der Arbeitslosigkeit vorbei, denn wir haben jetzt was zu tun. Das ist sehr gut. Dann einmal. Oh, der ist aber schmutzig. Geht ja den ganzen Winter schon zu schmutzig da? Ja, das ist ja. Waschplatz wäre mal was Tolles. Müssten wir hier irgendwie. Müssten wir hier mal irgendwo einen hinbauen. Tja, musste machen. Ich hab meinen ja. Aber ich bin mal gespannt, was ich dann mache, wenn ich hier mit dem Pflügen fertig bin. Weil ich glaube, dann bin ich auch arbeitslos erstmal wieder. Jetzt machen wir erstmal hier das hier hin. Ja. Okay. Jetzt geht's. So, wollen wir das mal. Das ist schlecht zu fahren, ne? Schade, dass man das nicht einstellen kann. So, dann fahren wir doch mal. Ja, ist ein bisschen langsam, die Sirene, ne? Ach, hallo, Kisulzi. Jetzt bin ich auch schon Schnuckelhasi. Eieieiei. Oh Gott, ja, sehr schön. Bist du beim Gacki abgeblitzt, jetzt kommst du hier bei mir an, oder was? Ja, Kisulzi, wir müssen mal wieder nach innen fahren, aber erst nächste Woche. Ich habe noch ein bisschen Hand. Habe ich mir doch beim Bouldern tatsächlich irgendwie den Ringfinger zerstört. Eieieiei. Ja, ist nicht sonderlich wild, ist nur gezerrt oder irgendwie eine Sehne angerissen oder so, ne? Aber es ist halt trotzdem ekelhaft. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, wenn man dann mal alles nicht so wirklich machen kann, wie man gerne möchte. Ja, nee, und vor allem sind so kleine Bewegungen. Ich meine, die Hand ist ja einbandagiert, damit die drei unteren Finger quasi den Ringfinger quasi stützen und Kronen halt, ne? Oh. Aber wenn du dann so
so komische Bewegungen machst, wie, was weiß ich, eine Autotür auf oder den Kühlschrank, wenn du es aufmachst. Das machst du ja eigentlich ganz viel mit dem Ringfinger, weil du ja halt, ne? Und dann ziehst du da einmal dran und dann ja, merkst du auf einmal, puh, war gar nicht so gute Idee. Ja. Das ist wohl wahr. So, ach so, mein Feld ist da drüben. Ja, das ist ja gut, dass ich so umgefahren bin. Ja, man muss sich auch ein bisschen die Gegend angucken. Ist ja auch ganz wichtig, ne? Ja. Es geht mir aber auch immer so, immer wenn ich zu der einen Verkaufsstelle fahren will, fahre ich auch den falschen Weg. Eine Straße immer zu weit. So, aber ich schaffe das heute noch, das Feld fertig zu bekommen. Oh. Sehr gut. Was machst du dann mit dem Feld? Warten, bis ich irgendwas ansehen kann. Oh. Weil aktuell ist das Einzige, was du im Juni anpflanzen kannst, wären Oliven. Und darauf habe ich keine Lust. Was kannst du anpflanzen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Oliven. Oliven, achso. Ja. Ja, und Gras und Pappeln, ja. Pappel, genau. Sonnenblumen? Ach nee, es geht erst nächstes Monat, glaube ich, ne? Ne, Sonnenblumen sind erst wieder im März dran. Die sind so, nee, März, April. Raps war was. Raps kommt im August und im September würde Weizen und Gerste kommen. Hm. Naja, rein theoretisch hätte ich die Wiese eigentlich noch lassen können und vielleicht nochmal eine Ernte machen, aber egal, jetzt bin ich fast fertig. Egal. Genau, wir haben eh so viel Heu da rumliegen. Mitten auf dem Hof. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Dass ja, wenn das Heulager voll ist, was soll man dann machen? Oh. Da haben wir noch 4-5 Bahnen, dann ist das Feld hier fertig. Ja, eigentlich hätte ich gerne Presse, ne? Aber. Hm. Oh, ich habe noch eine Düngemission offen. Hi! Ich kann auch Geld verdienen, 2000 Euro. Der Kacki und seine Dingemission. Wo er sie denn immer hernimmt. Ich weiß es einfach. Die muss doch von letztem Mal sein. Ja, du hast in der letzten Aufnahmesession ungefähr 300 Düngemissionen bekommen. Ich habe dir irgendwie, ich habe dir auch welche übrig gelassen. Also eine. Bitte. Eine was? Eine, ganz genau eine. Kann mich daran gut erinnern, Kacki. Aha, okay. Die Unkraut-Spritzen-Missionen lässt du mir übrig, weil du ja keine Spritze mehr hast. Genau. Die bringen ja auch gutes Geld. Meistens ja, zumindest. Ja. Es ist okay. Aber, oh, ah, ach so, warte. Nee, doch. Ach so, da drüben sind. Ups, naja, war doch fast richtig. Das ist aber. Boah. Doch ganz schön groß hier. Naja. Hallo? Wieso fährst du nicht weiter? Hallo? Traktor? Gut, dann nicht. Dann geben wir halt wieder selbst Gas. Das Aufklappen will er nicht? Oder machen wir nicht? Brauchen wir nicht? Brauchen wir nicht. Wo kann ich das jetzt? Dann halt so. Aber bleib mal hier kurz stehen. Ich hole mir noch einen anderen Traktor. Irgendwie müssen wir das Geteil ja auch heimbringen, ne? Wäre sinnvoll. Kannst du auch auf den Acker schmeißen und unterpflügen. Nö. Nö. Ja, okay. Aki, hast du eigentlich schon mal die Bäckerei betrieben? Ja. Was braucht man da so? Für Brot brauchst du nur Mehl. Und woraus kann ich Mehl herstellen?
Aus Hafer, Sorghum, Hirse und ich glaube Weizen. Gerste nicht. Gerste weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ist Hafer das, was am meisten Output nachher gibt als Mehl. Da kriegst du, glaube ich, aus 100, 150 kriegst du 188 Mehl raus. Ja, aber die Getreidemühle nimmt auch Gerste. Ja gut, das kann sein. Wie gesagt, ich habe bei mir im Amerika-Projekt betreibe ich das Ding. Aber da mache ich eben nur Hafer, weil das eben den besten Profit einfach gibt. Und die nächste Variante wäre dann eben in der Bäckerei Kuchen, aber da brauchst du dann wirklich Milch, Zucker, Erdbeeren und Mehl. Und ich glaube, vielleicht sogar noch mehr. Aber schon alleine mit Brot macht man auch einen guten Schnitt. Wo ist denn digital die? Ich meine, die ist irgendwo, glaube ich, beim Viehhändler da in der Nähe, wenn mich nicht alles täuscht. War da nicht die Käserei? Ne, die Käserei ist hier vorne. Warte mal. Ja, doch, direkt über Feld 30. Ach ja. Oh, das wäre ja gar nicht mal so weit. Was kostet der Spaß? So, was bist du nun hier? Hallo? 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 Ist hier jemand? Hallo? Ja. Ah, hier. Okay. 96.000. Bist du deppert? Und die Bäckerei, die ist, glaube ich, in der City, oder? Ja, hier suchen. Hier die Bäckerei, ja. Und da hinten der Trigger. Ach du Scheiße. Ja, und oder du baust dir eben auch am Hof. Ja. Kostet ja genauso viel. 50.000. Das geht. So, da haben wir da. Ah, da kommt ein Auto. Oh Gott, dieser Verkehr. Wir haben es geschafft. Das wäre echt eine Überlegung wert, ne? Boah. So, dann machen wir das Ding mal sauber. Hallo. Ach, der ist auch da, Gaki. Hi. Wollte nicht so wie ich wollte. Ach. Mal wieder. Standard, oder sagst du? Warum ja. Haben wir einfach eigentlich fünffache Geschwindigkeit, Gaki? Gut, das ist aus altem Ding, weil ich das bei meinen ganzen anderen Projekten so meistens habe. Ich habe runtergedreht. Ja, ich hab's gesehen. Vielen Dank. So. Bitte, bitte. Da. Sauber. Bei Sorghumhirse habe ich ja bald relativ viel. Hafer habe ich eh noch einiges im Lager. Jetzt hier noch Gerste. Das wird sich schon rentieren, die Getreidemühle hier mal anzubringen und mal anzuschmeißen. Oh, wenn man das passende Zeug hat, immer. So. Ja, eigentlich wollte ich eher so Richtung Ölproduktion gehen, aber
Ich habe festgestellt, dass man für die Ölproduktion echt wahnsinnig viel Waren braucht und dass du da halt echt Feldkapazität brauchst, ne? Ja. Und relativ große Maschinen. Mit Getreide ist es, glaube ich, dann doch ein bisschen leichter. So, Stohablage einschalten. So, wie war das jetzt? Ja, soll ja mal. Ach, da muss ich hin. Okay. Da muss ich ja fast zum Andi hoch. Ach ja. Deine Düngemission? Ja. Auf die 24 muss ich. Was passiert eigentlich, wenn du eine Düngemission hast und ich dann das Feld kaufe? Dann wird einfach die Mission gelöscht, glaube ich. Oh Gott, fertig. Wie es allerdings ist, wenn ich schon angefangen habe, das weiß ich nicht. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Die Woche war aber eigentlich gar nicht mal so schlecht für mich. Ich war teilweise echt positiv überrascht. Gestern Abend habe ich noch einen Anruf bekommen, abends um 18 Uhr, habe ich eine Nummer hier aus der Region angerufen und ich dachte mir, was ist denn das jetzt los? Ja, hier Vorstellungsgespräch, bla bla bla, hin und her. Und ich so, ja, nice. Oh, perfekt. Irgendwie einen Tag vorher oder 2 Tage vorher schon mal ein Vorstellungsgespräch ausgemacht. Also wird nächste Woche 2 Stück. Ja, passt doch. Geil. Draufhauer, moin, schön, dass du reinschaust hier bei uns. Ja, Hola. bei mir hat sich heute auch wieder etwas Positives entwickelt. Was denn? Ich habe endlich hier in unserem Physiotherapiezentrum sind wieder Termine frei. Ich habe jetzt wieder regelmäßig Physio für meinen Haxen. Wie, glaube ich, ist das Spiel ganz schön laut, oder? Ich denke mal an Regler. Cool, wenn ich raustappe, geht der Sound weg. Ja, da müssen wir mal gucken. Das Problem, sage ich mal, ist, dass der Termin künftig immer freitags ist. Zwar um 16 Uhr, aber es müsste eigentlich passen. Ja. Da war ich Ja. nämlich heute, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, ist ja alles kein Thema. Wir können ja ein bisschen schieben. Und ich meine, wenn sich jetzt das bei mir beruflich jetzt dann auch irgendwie ändern sollte, kann ja sein, dass wir dann eh nochmal überlegen müssen, wie wir es dann komplett machen, weil da kann ja alles Mögliche passieren. Ja klar, ich denke mal, aber so flexibel sind wir dann. Ja, Irgendwo werden wir schon weil was finden. die eine Stelle, die ich habe, da wäre ich dann auch unterwegs. Und dann, ja, dann müssen wir mal gucken, weil das wird dann schon ein bisschen complicated. Ja. So. Wieso ist mein Dasher schon wieder voll? Ja, das ist gut, dass der Drescher voll ist. Dann mach mal eine kleine Pause. Wir sind nämlich fertig für diese Folge schon wieder. YouTube, ja, die Zeit rennt schon wieder. Das ist wie üblich, kennen wir ja. Also, ihr Lieben, bei YouTube nächste Folge morgen 12 Uhr.
Ansonsten freitags immer so ab 18 Uhr, 18.30 Uhr auf Twitch live. Da machen wir die Aufnahmen für das Projekt. Schaut einfach rein, Kommentare da lassen bei mir und beim Andi. Kanal ist jeweils unten verlinkt. Oder dann würde ich sagen, schaut morgen wieder rein und macht's gut. Ja, auch von mir tschüss, viel schön, dass ihr eingeschaltet habt und ein Däumchen noch, ne? Danke, ciao.